Romans Nikitins, lettischer Nationalspieler und vor 4 Jahren Topscorer der ersten Eishockeyliga in Lettland. Der 31-Jährige spielte zudem schon in Finnland, Dänemark und Weißrussland im Oberhaus. Für das nächste halbe Jahr heißt seine Bühne aber Bayernliga. Für die Mighty Dogs startet die erste Partie mit dem Neuzugang sehr schwungvoll. Man wollte sich unbedingt mit einem Sieg aus dem Jahr 2008 verabschieden. Die Gäste aus Memmingen, Zweiter in der Tabelle, in den ersten Minuten unter großer Bedrängnis. Doch plötzlich war Platz für die Allgäuer. Der Konter endet bei Martin Jeins. Sein Schuss durch die Hosenträger von Oles Wolenski, völlig überraschend, das 1:0 für die Gäste in Orange. Doch die Schweinfurter, sie hatten ja ihren Neuzugang. Schauen Sie mal, der kommt von der Bank ins Spiel. Schnell, bissig und mit dem Auge für Marcel Juhart. 1:1 nach 15 Minuten. Der Dank galt natürlich Romans Nikitins für die herrliche Vorarbeit. Wo der Lette im ersten Drittel auftauchte, lauerte Gefahr. Die Memminger fast mit ehrfürchtigem Abstand. Nikitins auf Heindl und das 2:1. Die Memminger boten in dieser Szene lediglich Geleitschutz und lagen zur ersten Drittelpause verdient zurück. In der zweiten Hälfte waren Torchancen dann eher Mangelware. Es wurde eine recht zerfahrene, umkämpfte und vielerseits bissige Partie. Hässlichste Szene. Jim Nagel zieht den Schläger nach oben und trifft Sergej Wasmiller mitten im Gesicht. Diese Aktion wurde vom Schiedsrichtergespann allerdings nicht gesehen. Die Mighty Dogs zeigten aber die passende Reaktion, und zwar ebenfalls mit Gewalt. Andreas Kleider mit dem Schuss zum 3:1. Der Höhepunkt eines zerfahrenen zweiten Durchgangs. Im Schlussdrittel wurde dann aber wieder Eishockey gespielt. Zunächst einmal von den Gästen. Herrlicher Pass von Jim Nagel auf den Topscorer der Allgäuer, Nikolas Oppenberger. Die Memminger verkürzten auf 2:3. Doch der ERV an diesem Tag mit absolutem Siegeswillen. Beppi Eckmeyers Schuss wird von Mike Heindl entscheidend abgefälscht. Das 4:2. Es glich der Vorentscheidung am späten Freitagabend. Der erneute Anschluss der Memminger Gäste kam dann zu spät. Das 4:3 durch Manfred Jorde war lediglich Ergebniskorrektur. Die Mighty Dogs gewinnen also ihr letztes Spiel vor heimischer Kulisse, vor allem dank einem starken Einstand des lettischen Neuzugangs Roman Nikitins.